Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Counter-Strike, wollte ich sagen. Nein, Hausflipper mit mir, dem Mingo Viva. Und wir waren beim letzten Mal in diesem Haus, glaube ich, stehen geblieben. Und hier haben wir Säume irgendwo angeblich schon Fliesen gelegt haben, nur in welchem Raum? Der Raum war das, ne? Haben wir diesen Room? Reinigung. Ich glaube schon. Ja, genau, der Raum war fertig. Ja, bis auf die 97%, aber es war draußen hier. Ich weiß halt nicht, wo ist hier bitte schön Schmutz, ja? Können natürlich nochmal den Bösen nehmen. Nochmal kurz ein bisschen woanders herräumen hier. Oh. Ne, da war es doch nicht. I have no Ahnung. Fenster schließen wir natürlich wieder. Und gehen aus diesem Raum raus, weil den haben wir ja sozusagen dann fertig. So, welchen Raum können wir... Alter, hier ist ja überall Schmutz, Schmutz, Schmutz. Ach komm, machen wir den Raum. Alter, ohne Spaß. Machen wir den hier. Reinigen die Beschmutzungen. Haben wir. Räume den Müll auf. Haben wir auch. Montiere die Geräte. Dann montiere ich erstmal die Geräte. Erstmal, du kannst Heizung. Heizung, Geräte. So, Badezimmer. Ne, Anschlüsse. So war das. Eine Heizung. Alter, was ist mit dem Bildschirm los? Alter, warum geht der immer wieder aus? Und dann wieder an? So. Okay. Und natürlich Montage. Wo machen wir Feste? So, dran machen alles. Was ist das denn überhaupt hier? Was bist du denn für ein Ding, du? Du störst hier gerade. Tu dich mal irgendwo... Mal ganz weit weg hier. Voll gruselig eigentlich. So, was muss ich denn noch hier? Montiere die Geräte. Was kommt denn in die... Ach, da ist Steckdose wieder hier kaputt. Ah, eine alte Steckdose. Abmachen. Schräubsche. Abmache. Neues Teil dran, ne, mache. Eins. Das ist auch behindert. Wollen wir die erste, weil jetzt die zweiten... Warte. Das Kabel. Und das Kabel. Da kann man so, jetzt, warum macht man die alle drei dann auf einmal? Nein, fürs eine gab erstmal, ne, machen wir alles dran. So. Zack. So, was denn noch für Geräte? Irgendwas hier oben, oder was? Das ist das, oder was meinen die? Komm, machen wir mal kurz Fenster reinigen. Da können wir auch ziemlich gut. Wir haben ja unseren großen von Kercher. Da geht das Fenster putzen. Mal sowas von easy peasy einfach von Hand. Bäh. So, montiere die Geräte. Streiche in den Farben. So, wir streichen. Was für Geräte meinen die denn? Meinen die die Lampe? Aber irgendwie... Hier die Geräte. Was sollen wir denn noch montieren hier? Die Steckdose ist in Ordnung, ne? Ja. Hä? Was ist das überhaupt für ein Zimmer? Oh, was ist das denn? Boden? Ich kann das nicht sehen, ne? Ich bin da echt zu blöd für. Anscheinend. Na gut, streichen wir erstmal. In samtweicher Pfirsich. Farben. So. Kurven wir. Und Sträuche. Na gut. Das sieht aber komisch aus, die Farbe. Naja, gut. Aber ist schon ein bisschen komisch, oder? Das mit der Farbe, ne? Das kriege ich immer noch nicht hin. Ich mache meistens immer eine Bahn. Guck mal, jetzt kann ich es so. Na gut. Ja, doch, klappt. Man muss einfach nur alles markieren, sozusagen. Man sagt so. Papp. Und dann klappt das auch.
ziemlich gut eigentlich, muss ich sagen. So. Hahaha. Warte. Ach, scheiß Farbe wieder alle. Ah, zieht natürlich auch viel mehr die Farbe, also darf man jetzt nicht unterschätzen, das Ganze. Aber gut, passt schon. Aber ich glaube, ich brauche dafür wieder zwei Eimer, oder? Ja, ich glaube noch, ja. Aber guck mal, ich habe gerade mal die Hälfte des Raums erst fertig. Der frisst echt. Echt ordentlich. Aber sieht schön aus, die Farbe, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht eine Farbe, wo ich sage, boah, da geht ja gar nicht. Ach, scheiße, Mann. Ich brauche echt... Es gab mal früher im Fernsehen so eine Werbung von so einem Wischer, wo man die Farbe im Stiel, also wie so eine... Also im Stiel war die Farbe drin. Und man konnte dann, wenn man gestrichen hat, hinten musste man irgendwas drücken, also ein bisschen so. Und dann kam immer wieder neue Farbe rein. Aber ich weiß nicht mehr, wie die hieß, die Dinger. Hallo, ich habe aufgefüllt. Ach, ist leer. Aha. Dann kaufen wir natürlich noch einen Eimer. So. So, da haben wir alles. Jetzt noch hier die... Guck, es wird einmal übrig, ey. Das ist so scheiße. Aber gut. Das ist nun mal so. Außer man würde sich natürlich das richtig ausmessen und sagen, so, wie viel Farbe brauche ich jetzt wirklich? Aber sonst hat man immer als normalen Otto-Normalverbraucher immer Farbe übrig. Also auch Maler. Geh einfach mal von aus. So, 100%. Sehr gut. Aber was für Geräte wollen die haben? Nein. Ja, ist leider ein bisschen scheiße. Na gut, stellen wir mal die Farbe mal da raus, ne? Aber was wollen die denn noch theoretisch noch in dem Raum für Geräte denn? Ich montiere die Geräte. Ist sowieso ein scheiß Deutsch, was die hier gelabert haben. Wollen die noch eine... Weil zwei von vier, oder wollen die noch eine Lampe haben? Sieht aus wie eine Lampe, ja. Wir gucken einfach mal, vielleicht. Ne, Hängelampe. Hängelampen. Wo sind Hängelampen? Vorhänge, Wandfliesen, blablabla. Wandlampen da. Ne, Wandlampen ist aber auch nicht richtig. Stühle, Schreibtische, Schränke, Pflanzen. Lampen. Aber unter Lampen gibt's nicht. Was zum Aufhängen? Deckenlampen da. So. Nichts gebracht. Kleinen Luder, Alter. Scheiß drauf. Achso, warte mal. Ja, den Stuhl wieder reinstellen. Weißliches Ding. So. Dann den Flur. Streiche mit den Farben sonniges Orange. Aha, 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 aha. Okay. Sonniges Orange wurde gekauft. So, fangen wir mal an. Okay, die Farbe finde ich jetzt aber nicht so toll. Sie ist zwar freundlich, aber das sieht ja schon echt, ey. Ich finde, na gut, aber ich bin sowieso ein bisschen altmodisch in der Hinsicht. Ich mag es lieber wirklich die alten, ach die alte Farbe jetzt würde ich nicht sagen, aber ich finde einfach ein schönes, reines Weiß tut jedem Raum gut. Also, finde ich persönlich. Aber gut, ist alles auch Geschmackssache. Muss man nicht mögen. So. Schau, dass man nicht Mitarbeiter einstellen kann, ey. Oder Multiplayer wäre geil bei dem Spiel. Weil da könnte man theoretisch sagen, weißt du was, man zockt das zu zweit, zu dritt und dann der eine macht den Raum, der andere macht den Raum. Ist man locker fertig, Alter. Das geht viel, viel besser dann von der Hand.
brauche wieder zwei Eimer. Wir haben Farbe hier verballern, ne? Das ist nicht mehr lustig. Ich muss es nochmal ausprobieren, warte mal. Jetzt hier. Ah, man muss es immer... Ah, okay, okay, okay. Bin ich schon wieder weg, oder was? What? Okay, kaufen wir uns noch einen Eimer. So, also, guck mal hier, drei Bahnen. Hä? Jetzt war das nicht gescheckt. Warte. Ich wollte gerade mein Ohr jucken. Und tu es mal... Okay. Oh, dann hab ich fertig. Ja, guck. Dafür hab ich die Farbe gekauft, Alter. Ihr seid so Penner, Alter. Raus hier. Ich mag keine Unordnung. Wäre cool, wenn ich ein Lager hätte, wo ich dann... Ach du Scheiße. Oh Gott. Ach, erstmal reinigen angesagt hier. In dieser Schmutz. Der Schmutzfink war hier zugange. Macht er echt hier wie so eine kleine Hausfrau, ey. Ah. Schmutz überall hier, die ganzen Armaturen. Oh. Hallo? Hallo? So. Mal ein bisschen näher dran gehen. Okay, warte mal, da war Schmutz. Hier ist noch Schmutz dran, am Kühlschrank. Sonst weiß ich jetzt eigentlich... Ah doch, ja, auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Fensterläden. Lo. Ach, hier auch noch. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an, Alter. Och, und an der Decke auch noch. Boah, wie kann denn so ein Kaffeefleck an der Decke kommen, ey? Hab ich noch nie gesehen. So, irgendwo ist hier noch was. Da meine ich. Ah, das Fenster. Da oben. Hm. Irgendwo da eine Ecke. Zack. Und jetzt nur noch hier irgendwo. Ah, ne. Die Stühle sind beschmutzt. Letzter Plapp. Sehr geil. So, Heizung montieren. Anschlüsse, kleine Heizung kaufen. Hallo? Warum will der nicht? Ach, jetzt komm, leck mich am Arsch. Wirklich? Wegen diesem blöden Scheißstuhl oder was? So, nochmal kaufen. Aha. So, geht doch. Es wird echt eine längere Aufnahmesession. Also halt jetzt in dem Sinne mehrere Folgen lang das Haus, weil das ist ja echt jetzt nicht wenig. So. Fenster reinigen. Mal auch gerne. Ja, mal kurz mal Licht anmachen, dann sieht man auch ein bisschen... Was ich scheiße finde, dass wirklich das Spiel die reale Zeit, also halt so wie es wir jetzt haben, nimmt, also Nacht. Das finde ich irgendwie ein bisschen scheiße. So, einmal komplett herziehen. Wenn man zu schnell macht, dann kriegt das so komische Rillen hier. Perfekt. 92%. Ach, irgendwo ist noch Schmutz. Ah, eine Tür. Haha. Nicht mit mir, du. Zack. So, und jetzt ganz normal weiß streichen, okay? Machen wir erstmal kurz den Stuhl wieder dahin setzen. Das Geile ist nur... Jetzt passt der nicht, oder was? Doch, warte mal da. So, streichen in Farbe weiß. Ganz normal weiß. Finde ich gut. Da kaufen wir uns sofort, weil ich weiß. Nee, das ist zu viel. Aber Verbesserung, mal gucken. Ob wir irgendwelche Verbesserungen haben. Nö. Uns ist es einfach nicht gegönnt. So. Einmal bitte Tür zumachen. Schon wieder empty, ey. So, mein Dings kann wieder aus, mein Licht.
Ey, wieder leer. Komm her, du. Ich muss sowieso mal gucken, ob ich mir nicht einen anderen Job wieder suche. Weißt du, Computer war jetzt okay. Das war jetzt okay, aber auf Dauer. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, ja, was ich für ein Spiel mal als Job machen kann, einfach mal in die Kommentare reinhauen, wenn ich suche mir was Eigenes, wenn ihr nichts schreibt. Aber wäre natürlich geil. Ich habe auch schon mal dran gedacht, irgendwas mit Feuerwehr zu machen oder so, oder Polizist. Oder, ich weiß nicht, gibt so viele Sachen. Bauer. Genau, Bauer vielleicht. Oder ein Trucker. Feuerwehr, Polizist. Gibt so viele Simulatoren, Alter. Wie gesagt, einfach mal was in die Tasten reinhämmern. Ja, mal, wir finden bestimmt schon was Geiles. Oder ich finde was. Und dann gucken wir mal. Boah, das verwirrt mich so, ne? Mit den... Oh, ihr könnt halt mehrere Bahnen auf einmal machen. Guck! Das verstehe ich nicht. Guck mal, das macht er dann wieder. Oder einfach mal, warte mal, ich mache jetzt mal die Bahn. Wo muss ich immer mit der einen anfangen? Anfangen und dann... Ah, okay, so. Das ist natürlich geil. Warte mal, das nochmal kurz. Ja gut, war ich ein bisschen zu voreilig. Ein bisschen zu viel gemacht. Du kannst jetzt nicht, ja okay, können jetzt abschließen, aber nee. Weißt du, jetzt bin ich gerade so im Streichwahn hier. Jetzt mache ich das natürlich auch nicht mehr weg. Bin ich bescheuert oder was? So. Juckt. Das ist so schön. Guck. Das ist leer. Bin mal gespannt. Hoffentlich brauche ich nicht noch eine Farbe. Das war jetzt echt Abfuck. So, da habe ich... da noch. Ja. Heizung habe ich auch, ja. Okay. Das ist so umständlich. Da müsste eigentlich damit gut jetzt hinhauen. Yeah. Geil. Cool, dann kann ich den einmal weg. Den muss ich leider ein bisschen... Naja. Blopp. So, wieder Tür hinter mir schließen. Licht aus. Licht aus, Licht aus, Licht aus. Nein. So. Okay, warte mal, den Raum hatte ich ja auch Licht ausgemacht, ja. So, den Raum ist auch fertig. So. Oh Gott. Ach, den Raum hatte ich auch fertig. Geil. Noch den Raum und den anderen. Cool. Und hier sieht es ja aus wie beim Haus unterm Krempel, oder wie das heißt. Mal einmal sauber. Also wäre früher mein Kinderzimmer so ausgesehen, Alter, hätte meine Mutter mich... Ja, die hätte mich einfach nur fertig gemacht. Irgendwo ist hier noch Dreck. Alles auch weg. Und... Ach da. Noch ein bisschen. So, da ist der Raum. Erstmal wieder ein Pampeco Pampepello. Schreibtischstuhl. Zack. Auch hin. So, dann natürlich... Ach gut. Tastatur rutscht ein bisschen. Anschlüsse. Kleine Heizung. Kleine Heizung kaufen. Anschließend. Zack. So,
Solange es keine Dusche ist. Duschen dauern echt lange. So. Fenster reinigen. Licht wieder anmachen, dann sieht man ein bisschen mehr. So, jetzt mache ich mal ganz langsam. Sehr gut. Und noch das andere Fenster. Wir machen ein Muster ins Fenster rein. So. So, streich mit den Farben stimmungsvoller Kobalt. Aber streichen habe ich jetzt in dem Raum keinen Bock mehr. Ich snack jetzt nur noch Geld weg. Ach, hier geht gar kein Licht. Sehr geil. Muss ich denn hier machen? Montiere die Geräte. Blablabla. Wisst ihr was? Huch. Nee. So. Wie gesagt, wir verdienen genug Geld. Ja, müssen wir uns das nicht noch antun. So, da will ich sagen. Aber trotzdem. Guck mal hier, meine geile Küche, Alter. Ja, ist doch geil, oder nicht, Alter? Mein Haus hier. Sieht doch schon geil aus, Alter. Cool. Warte mal, können wir das jetzt eigentlich machen hier? Was ist das nochmal? Boden, ne? Laminat. Theoretisch. Jetzt sage. Gib mir eine her, du. Ne, oder das Wand. War das Wand? Geil. Cool. Würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge damit vielleicht weiter. Oder vielleicht einen Auftrag. Mal gucken. Trotzdem, Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr einen anderen Job-Anregung habt für mich, bitte in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.